Die erste Stadt zieht wegen einem drohenden Blackout jetzt die Reißleine. Weil der Strom knapp ist, hat die Stadt jetzt verboten, neue Wärmepumpen einzubauen und neue Gebäude zu errichten. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir haben massiven Wohnungsmangel in Deutschland und brauchen dringend neue Wohnungen. Und die Städte müssen jetzt einen Baustopp verhängen, weil die Grünen mit ihrer Energiewende unser komplettes Stromnetz an den Rande eines Kollaps führen. Das ist einfach nur noch krank, also lasst uns das mal im Detail anschauen. Los geht's! Jeden Tag sehen wir neue, völlig verrückte Kollateralschäden der grünen Energiewende und diesmal wird es richtig spektakulär, weil das, was jetzt mit der ersten Stadt und deren ihrem Stromnetz passiert, das steht uns demnächst in ganz Deutschland bevor. Die Epoch Times schreibt, massiver Engpass im Stromnetz, eine Stadt zieht die Notbremse. Dass der Netzausbau schnell vorangehen muss, zeigt ein aktueller Fall aus Oranienburg. Hier haben die Stadtwerke jetzt mitgeteilt, dass sie vorerst keine neuen Netzanschlüsse vornehmen können. Was sind die Gründe für diesen Engpass? Immer mehr Einwohner, mehr Wärmepumpen und Wallboxen zur Aufladung von immer mehr E-Autos. Das zehrt an den Stromkapazitäten Deutschlands. Mit Oranienburg nördlich von Berlin schlägt jetzt die erste Stadt Alarm und wird vorerst keine neuen Netzanschlüsse mehr durchführen. Da habt ihr es. Keine neuen Netzanschlüsse. Wenn ihr also ein neues Haus in Oranienburg bauen wollt, vergesst es. Es sei denn, ihr wollt im Mittelalter ohne Strom leben. Oder wenn ihr Unternehmer seid und eine neue Fabrik und ein neues Bürogebäude bauen wollt, ebenfalls keine Chance, wenn ihr nicht gleich euer eigenes riesiges Dieselaggregat mitbringt. Die Stadt vergibt keine neuen Netzanschlüsse, weil sonst das ganze Stromnetz zusammenbrechen würde. Die Stadt ist also komplett zum Erliegen gekommen, obwohl sie gerade in einer Boomphase war. Die Zeitung schreibt weiter, von dem Anschlussstopp sind derzeit die Versorgungsgebiete der Oranienburger Kernstadt sowie im Ortsteil Sachsenhausen betroffen. Insbesondere sind Neuanschlüsse für elektrisch betriebene Wärmepumpen und die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität untersagt. Aber auch neue Gewerbe- und Industrieflächen schließt das Unternehmen momentan nicht ans Netz an. Bestehende Verträge sind von den Maßnahmen nicht betroffen. Also, das ist so geil. Unsere Bundesregierung und die Europäische Union zwingt uns zum Einbau von Wärmepumpen, aber das geht in der Praxis nicht, weil das Stromnetz noch aus der Steinzeit ist. Respektive nicht aus der Steinzeit, aber halt nicht für diese ganzen grünen ideologischen Pläne ausgelegt. Und das zeigt erneut eindeutig, unsere Politiker beschließen in ihrer von Kompetenz strotzenden Art die Energiewende mit E-Autos und Wärmepumpen, obwohl das in der Praxis null umsetzbar ist. Es fehlt einfach an ausreichender Strominfrastruktur und mangels Haushaltslöchern in den Kommunen kann die Strominfrastruktur auch nicht aufgebaut werden. Herzlichen Glückwunsch! Das grundlegende Problem ist ein Knotenpunkt im Stromnetz, das lokale Umspannwerk. Die aktuelle Stromnachfrage treibt es zwischen an seine Grenzen der Belastbarkeit. Schon vor über einem Jahr hätten die Stadtwerke größere Kapazitäten vom regionalen Hochspannungsnetzbetreiber Edis Netz GmbH angefordert. Bis heute habe dieses Umspannwerk noch nicht aufgerüstet. Somit dürfte hier ein gravierendes Fallbeispiel des hinterherhängenden Netzausbaus in Deutschland vorliegen. Und genau das ist das grundlegende Problem von Habecks Energiewende. All seine Berechnungen und all seine Planungen basieren auf einem Stromnetz, was nicht mal ansatzweise für seinen ideologischen Unsinn ausgelegt ist. Und das Krasse ist, Habeck hat ja auch nicht bedacht, dass der Stromhunger in Deutschland massiv steigen wird und dann das Stromnetz erst recht nicht ausreichen wird. Und das ist jetzt nicht nur eine Stelle, wo das passiert, sondern flächendeckend. Oranienburg ist jetzt nur das erste prominente Beispiel und weitere Städte werden folgen. Und jetzt
steht Habeck und die gesamte Ampelregierung vor einem riesengroßen Dilemma. Weil auf der einen Seite wollen sie ja weitere Millionen von Neubürgern zu uns nach Deutschland holen, aber dafür braucht es massiven Neubau, weil ja schon jetzt mehr als 1 Million Wohnungen fehlen. Aber der Neubau, der wird komplett gestoppt, weil die Stromnetze wie zum Beispiel hier in Oranienburg nicht ausreichen, aber Habeck weiter seine Energiekamikaze vorantreiben will. Und nebenbei müssen wir ja noch viele Milliarden Euros in die Verteidigung stecken, vor allen Dingen nach dem, was heute Nacht im Nahen Osten passiert ist. Wir haben so unglaublich viele Probleme gleichzeitig, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Und weil Habeck das ganz genauso sieht, trifft er die schlechtmöglichste aller Entscheidungen. Er macht noch weitere Problembaustellen auf, ganz getreu dem Motto: Wenn ich die Probleme in Deutschland schon nicht lösen kann, dann sorge ich zumindest dafür, dass die Probleme abwechslungsreicher werden. Also grüne Ideologie auf Höchsttouren. Und ich bin sehr gespannt, ab wann in Oranienburg wieder Neubau erlaubt ist oder ob der Strommangel dort zum Dauerzustand wird. Wir werden es schon bald erleben.